Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht gut. Wir haben Call of Duty Black Ops 6. Ich bin gespannt. Schauen wir einfach mal. Ich habe es auf Performance-Modus gestellt, anstatt auf Leistung. Fangen wir an, oder? Wollen Sie das bestreiten? Wir haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir, Sie waren nicht da. Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon, war das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Das sieht natürlich wieder super aus, ne? Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Ich sehe im OBS ab und zu was blitzen. Das sehe ich im Spiel nicht. Seht ihr das im Stream? Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Ja. Okay, interessant. Alawi ist früh dran. Wenn er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein. Will mal hoffen, dass das nicht bleibt. Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw sieht ein bisschen aus wie Tupac. Wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Auf. Oh, schönes Flugzeug. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden. Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Start. Er wird in der Mitte des Konvois sein. Und denkt dran, Livingston will Alawi leben. Notiert. Parash zum Exfiltrationspunkt. Ja, keine Sorge. 5 Minuten. Alawi ist Verteidigungsminister und steht verdammt nach. Seine Leute werden gut trainiert und schwer bewaffnet sein. Bewegung, Trucktür. Verstanden. Zwei Ziele erledigt. Da sind noch mehr. Weiter in den Rauch hinein. Noch einer. Wir wissen bald, dass wir hier sind. Seid bereit. Bedrohungen. Dann mal los. Erwischt. Alawi ist in einem schwarzen Truck. Die Straße freiräumen. Hinweg. Ton ist verzögert. Yo. Schlafen. Lasst mich! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA? Wir hatten einen Deal! Mit dir? Nicht mit uns! Wo wolltest du hin? Herrera Lügen! Euer Mann wollte mich unser rausholen! Mann? Sehr genau! Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch! Pantheon! Pantheon! Wir müssen weg! Gegen die habt ihr keine Chance! Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Okay. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall?
Diese Gruppe aus ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan... Boah, der Ton ist total verschoben, ne? Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... Oh, das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Paras, komm. Wir sind auf dem Weg zu dir. Nein. Ja, das sind aber bloß die Cutscenes, ne? Wo so... flackern. Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir sie etwas aus. Nutze Mausrad, um Fernlenkladung auszuwählen. Nee, Maus. Das. An die Arbeit, Case. E zum Einsetzen. Okay. Was genau mache ich damit? Kann ich schießen? Oh. Das ist unsere Lücke. Okay, ich kann mich sprengen. Panzerung. Du könntest uns in einen Hinterhalt führen. Das ist der einzige Weg hier raus. Paras, wir kommen näher. Paras, kommen. Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind vielleicht... Geh zum Verwenden der Panzerplatten. Swoopalicious, moin! Wie viele verpasst hast? Ungefähr 5 Minuten. Oder 100 Meter. 100 Meter Gehweg. Oder Laufweg. Der Ton ist verzögert. Ich krieg's nicht weg. Hinterhalt hier. Ja, was ist? Lass mal. Boah, warte. Knackpunkt im Westen. Los! Warum wollen diese Typen nicht so unbedingt Alawi? Was sind denn Panzerplatten? Das wirst du allerdings. Ah. Oder ich bring dich höchstpersönlich um. Faras wird uns unten treffen. Faras! Alles okay, denke ich.
Und die Cutscenes flackern irgendwie. Keine Ahnung warum. Nur die Cutscenes. Oh. Das war unser Spitzel. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Woods neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Aim hat er. Auf jeden Fall. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm. Pepper Woods? Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. Oh, jawoll. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Und? Oh, der hat Flares. Warte, 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 warte. Bist gar nicht am Zocken, Zeus? Ja, okay. Ach, Fortnite gezockt. Ich dachte, du zockst auch Black Ops. Sonst noch so, Achtung, gleich flackert's wieder. Die Regeln bei den Cutscenes. Und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen ist sicher ein Sieg. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Turm. Was könnte das bedeuten? Ist okay, gut, gut. Dann haben wir nur noch das Problem mit der... Keine Ahnung. Tonverzögerung. Also gut. Das nervt mich basierend sehr. Auf Harrows zögerlichem Bericht, du schießt, du hörst nichts. Und wenn du fertig bist mit Schießen, hörst du das Geballer. Ist das Team suspendiert? Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist... Sieht aber gut aus, ne? Kann man nichts sagen. Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer... Und ich sag's mal, ich hab's auf Leistung gestellt, nicht auf Qualität. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Ich wollte, die Grafikkarte nicht überlasten mit Qualität. 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Troy. Troy Marshall. Er bleibt der Agentur Troy. Bier? Bier, Bier. Bewunderst du deine Arbeit? Bier, Bier. Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Hm. Okay. So ein kleiner Trip. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast ein Gut? Nur einen? Klar. Hier, ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Borderlands 3 habe ich nicht. Ich werde mich bemühen. Bin auch kein Freund von Borderlands tatsächlich. Weder 1, 2 noch 3. Drei Tage später. Da, Erfolg. Genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer.
Ja, ich habe bei meinem Cousin habe ich mehrere Stunden zugeguckt. Ist lustig zuzugucken, auf jeden Fall. Aber nicht so meins. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, gingen Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Jetzt haben wir erstmal Black Ops. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Ja, Far Cry 5 sollten wir wirklich mal. Die Adler belasteten und er floh. An diesen Ort. 5, 6 und dieser Zwischenteil. Die habe ich gekauft, aber noch nicht gestartet. Jetzt stelle ich alles. Das können wir in Angriff nehmen, weil die Story hier soll ja nur 7 Stunden gehen. Ich denke mal, in 2 Streams haben wir das durch. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Das wird nicht leicht. Aber kann man das Koop spielen? Ist ein guter Anfang.